So Leute, wir sind im Smilebox Headquartier hier und erstmal Uwe suchen. Ja, siehst du, hier ist meine Jacke. Habe ich schon gesucht eine ganze Zeit hier. Jawohl. Jawohl. So, da habe ich sie wieder, die wunderschöne Übergangsjacke hier für den Frühling hier. Obwohl wir gerade bei Frühling sind, Spring Sale ist am Start bei Smile Dogs jetzt. Da gibt es 50% auf alles im Shop, bis zu 50%. Und mit Code Masse gibt es noch ab dem 70er Bestellwert 25% obendrauf mit meinem Code Masse. Haut da rein in meinem Shop, schaut euch an hier. Aus Athleten-Shirts hier bei Smile Dogs. Oder hier so kurze Hosen, schöne kurze Hosen, neue wunderschöne Socken und alles wunderschönes Neues am Start. Schaut rein im Shop und unterstützt mich, wenn ihr wollt. Ansonsten geht es los, zum Gespräch. Wir sind online, ja. Wir sind live im Livestream hier. Also herzlich willkommen mal hier zu meinem neuen Video jetzt auf meinem Kanal. Hier ist die Bentin am Start mit Flying Uwe. Moin Moin, hallo. Wir sind hier im Smilebox Store. Headquarter. Headquarter bei Uwe. Und ja, nach längerer Zeit mal wieder ein Video hier. Zuletzt war ich ja noch auf der Norddeutschen Meisterschaft. Da war ja schon jetzt nichts Sportlicheres jetzt hier vor mir zu sehen. Einige, die jetzt auf dem aktuellen Stand sind, habe schon bei Instagram einiges entnehmen können. Lange Rede, kurzer Sinn, geht es jetzt hier um meinen aktuellen gesundheitlichen Zustand oder meinen aktuellen sportlichen Zustand, wie es jetzt weitergeht oder wie es jetzt gerade der Stand ist. Und genau. Ja, da sieht es nicht gerade so rosig gerade bei mir aus, nicht so glücklich. Nicht so erfolgreich oder nicht so bergauf geht es gerade. Genau. Also sonst macht man ja immer gerne Videos, um die Leute auf dem Laufenden zu halten und zu sagen, ey, hier geil oder ich hab das oder ich mach das, jetzt kommt jetzt demnächst das. Mhm. Wir wollen heute mal Real Talk sprechen, der Uwe und ich. Und wir haben eben schon noch ein bisschen mit seinem Team, mit noch zwei, drei Leuten gesprochen, die haben dann so ein paar Sachen mich auch gefragt oder was jetzt so. Ja, wir haben ihn erstmal zugehört, was eigentlich ist, weil ja. Steve hat. Oh, man hat so gewerkt schon seit, ich weiß nicht, 4 bis 6 Wochen oder so. In den ersten Wochen merkt man so, okay, Steve macht ein bisschen ruhiger. Und dann merkt man so, was ist los mit Steve? Irgendwas stimmt nicht mit dem. Dann habe ich ihn mal angerufen und dann hat er mir schon ein bisschen angedeutet. Oft krank gewesen, jetzt hat er irgendwie so ein Tief down, irgendwie kann sich nicht mehr so richtig motivieren. Und dann dachte man so, okay, er muss sich wieder ein bisschen noch mehr erholen. So, dann lässt man ihn halt auch einfach, ne? Also da muss man ja nicht sagen, so, Steve, mach mal jetzt hier wie einen Vertrag, du musst noch hier, du musst dies und was weiß ich so. Dann habe ich ein paar Wochen später wieder angerufen, da ist aber nicht rangegangen. Ich habe ihn 4-mal oder so angerufen und dann wusste ich so, okay, ist glaube ich voll im Loch so. Und dann haben wir ihn erreicht und dann haben wir hier jetzt auch nochmal geredet so. Man hat ihn auch einfach mal zugehört, du hast mal alles jetzt so erzählt so die ganze Zeit, wie es für dich war, wie du nicht vorankommst, wo du nicht vorankommst, was dich so stört gerade an deiner Situation. Und am Telefon, wo wir ihn dann auch einmal erreicht hatten, haben wir auch mal einmal zu ihm gesagt, erklär doch wenigstens deine Community, dass du gerade echt so eine Null-Bock oder ein Tief bist. Weil selber ich krieg sogar Nachrichten auf Instagram, ja, was ist eigentlich mit Steve? Ich mache mir Sorgen und was ist los bei ihm? Dann haben wir auch zu ihm gesagt, informier deine Leute. Und er hat natürlich sein Instagram. Und jetzt will Steve euch einfach hier so interviewen und euch mitteilen, dass gerade nicht immer einfach alles rosig ist, sondern Steve hat einfach scheiß Wochen hinter sich. Und er hat immer noch, auch dieser Tag gerade ist für ihn einfach scheiße. Und das versuchen wir euch jetzt hier zu erklären, beziehungsweise Steve. Und ich werde ihm mal ab und zu ein paar Fragen stellen. Ja, erzähl doch mal, ab wann ging es eigentlich los? FIBO war das, glaube ich, ne? Ja, oder eigentlich ging es, also mir ging es ja vor der FIBO schon nicht. Ich fange mal von ganz vorne an. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja dieses Jahr eine schöne Off-Season starten, eine schöne Aufbauphase. Hab eine gute Erhaltungsphase hinter mir gehabt. Man darf nicht vergessen, Steve hat, ich glaube, 2 Jahre durchgehend jetzt Wettkämpfe gemacht. Genau. Und ich habe dann auch irgendwann das letzte Mal gesagt, mach doch mal eine richtige Off-Season. Ich sehe ihn immer nur definiert wettkampfmäßig so. Aber ich bin zu euch gekommen, ne? Ja, genau. Wann war das 2001? Vor 2 Jahren? Bin ich zu euch gekommen, 2021, glaube ich. Ja. Bin ich zu euch gekommen und war da auch schon im Wettkampfmodus, glaube ich. Da war ich gerade in Mexiko zum Wettkampf und so. Und dann das nächste Jahr, letztes Jahr haben wir auch nur Wettkämpfe. Also eigentlich mehr. Ich kenne nur den Wettkampfmodus. Ja. Du hast sogar letztes Jahr gesagt, um nochmal wieder Fortschritte zu machen, leg dich doch mal ein bisschen zurück. Genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück und diesen leg dich zurück. Und bau mal richtig auf, mach mal eine Aufbauphase und leg mal da richtig los. So, so das habe ich dann jetzt, wie gesagt, versucht. Oder habe dann nach den letzten Wettkämpfen im Herbst, ne, da waren wir in Dubai und da waren wir noch da und hier. Und. Ja, da habe ich dann so eine Erhaltungsphase, wie man so macht, so eine Detox-Phase erstmal gemacht, bisschen ruhiger alles.
Und dann ging es im Februar los mit der Offseason. Das lief auch erst ganz gut, so, aber dann ja so kurz vor der FIBO habe ich schon so einen Dämpfer gekriegt, mal wieder so einen gesundheitlichen, dass ich so ein bisschen mit Magen-Darm, Reizdarm. Auf der FIBO habe ich schon dich gemerkt. Ja. So. Normalerweise bist du ja voll anders. Ja. Und ich dachte mir so, oh, der Junge hat doch gar keinen Wettkampf gerade. Oder ich habe irgendwie gedacht, wer weiß, vielleicht irgendwie ein Problem mit einer Frau so, oder was weiß ich, privat einfach irgendwas. Und da hat man schon so gemerkt, so, oh, der Steve ist irgendwie, irgendwas ist da. Nee, da ging es ja dann los. Da bin ich dann, ja genau, da hat man so halt gemerkt, so irgendwie. Da war ich ja dann krank geworden, so richtig. Dann habe ich mir Covid eingefangen, richtig schlimm, und habe 2 Wochen richtig im Bett legerisch gewesen. Also nach der FIBO hast du Corona nochmal gehabt? Genau, oder? Ja, also auf der FIBO muss ich mir eingefangen haben. Sonntag, Samstag auf der FIBO dann schon hier, Kameramann, Bettnachbar hier, hat es dann noch mitgekriegt. Fieber nachts aufgewacht und ging es dann los und Schüttelfrost und Grippe, Status hoch, dann nach Hause gekommen und dann erstmal die erste Woche richtig ganz schlimm im Bett legen, so schlimm wie nach langer Zeit nicht mehr. Und wie gesagt, dann, ja, das war ja noch alles okay, das war alles, dann habe ich... Das kennt man. Hast du letztes Mal auch am Telefon gesagt, mal scheiß mal auf die Muskeln, die kommen wieder. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu der näheren Geschichte, dann, das habe ich bei Instagram auch, scheint es so, dass ich jetzt so einen Long-Covid mir weggezogen habe da. War dann nochmal beim Arzt dann auch mehrere Male, dann, wo ich da krank war, und dann danach nochmal. Und der hatte dann, ist der Meinung, dass ich jetzt diese ganzen Symptome sich auf Long-Covid beziehen, dass ich dann, jetzt bin ich ja dann wieder ins Training eingestiegen nach dieser Krankheit, nach dieser Grippe, und habe eigentlich auch alles gut gemacht, ganz langsam alles, und das ist gute 6 Wochen jetzt, 4 Wochen jetzt, FIBO ist 6 Wochen her, das Ganze mit der Grippe auch 5 Wochen, und jetzt versuche ich seitdem wieder ins Training einzusteigen, und das funktioniert absolut nicht. Also das fällt mir sehr schwer. Obwohl du jetzt aber auch keinen Husten mehr hast, bla bla bla, ne? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen besser, ganz leicht besser geworden schon, aber ich hatte auch, wie gesagt, am Anfang jetzt vor Wochen noch immer, bin ich ins Training gegangen, habe dann nach einem schweren Satz außer Atem sehr schnell Luft, so Not, und musste so Zeug rausspucken, so, wenn du so aushustest. Ja. Das hat mich halt Ewigkeiten noch belastet, nachgetragen. Das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Also so Luftnot ein bisschen und Atemschwierigkeiten. Das ist das Einzige, was jetzt wesentlich besser geworden ist. Dafür sind andere Symptome jetzt wieder schlimmer geworden, dass ich jetzt vermehrt einfach keine Motivation, habe keinen Antriebslos, zum Training gehe ich schon, habe keine Lust. Wann warst du denn das letzte Mal beim Training jetzt so, vom Ding her? Vorgestern. Ja, was hast du da trainiert? Da war es dann, habe ich Schultern trainiert und ja, hat keinen Spaß gemacht. Wie viele Übungen hast du denn gemacht? Ja, so 3-4 Übungen eigentlich, aber ich hätte schon nach der ersten Übung nach Hause gehen können. Also so fühlst du dich dann. Also ich habe total antriebslos, ganzen Tag Müdigkeit, Appetitlosigkeit, ich kriegs Essen kaum rein. Ja, ist natürlich als Bodybuilder schlecht, wenn du keinen Appetit hast. Genau, so. Essen. Denn gerade jetzt in der Off-Season bist, wo du jetzt mal ein bisschen reinknallen solltest oder kannst. Genau, also im Moment läuft da gar nichts so richtig. Also das ist alles, geht morgens los mit dem Essen, dass mich das unter Druck setzt und dass ich Essen nicht reinkriege und keine Motivation richtig habe da beim Essen und auf nichts Hunger, auch nicht irgendwie mal sagen, Leute, ess mal einen Burger oder ess mal was anderes als Massebrei oder mal einen Reis mit einem Hühnchen. Dann Aber wenn du mal was anderes gegessen hast, war das irgendwie gut? War das mal anders? So? Nee, dann eher das Gegenteil. Also, echt? Also was anderes kriege ich gar nicht runter zurzeit. So. Ich kriege allgemein diese 4.000-5.000 Kalorien, die ich jetzt zu mir nehmen muss, kriege ich überhaupt nicht runter. Was schätzt du, wie viele Kalorien du denn so isst am Tag, wenn es scheiße läuft? Ich schaffe schon, aber das ist richtige Quälerei. Voll, also mal Real Talk hier gesprochen, das ist richtig so wie Bulimie auf Masse. Also so umgekehrt. Also wie manche hier mit sonst hier essen und müssen. Es ist so, dass ich da hänge und mir das reinquäle und ich könnte den ganzen Tag eigentlich nichts essen. Krass. So, also ich habe null Appetit, haus mir aber trotzdem rein eben halt, seit Wochen jetzt. Und ich habe auch null, wie gesagt, Trainingslust und keinen Antrieb, müde, also nach dem Training. Dann, normalerweise ist es so, dass wenn ich ein Beintraining gutes, hartes mache, dann bist du wirklich müde danach. Jetzt brauche ich nur Schultern trainieren, dann könnte ich mich danach 3 Stunden im Bett legen. Also solche Sachen dann. Also das heißt, irgendwie funktioniert gerade einfach nichts. Also wie gesagt, ich will, aber kann nicht richtig.
So ist es im Moment. Und hast du denn eigentlich gerade auch so ein Ziel technisch so oder ist gerade irgendwie erstmal nur, was hast du jetzt gefühlt vor? Oder was hattest du vor, bevor das Ganze kam? Weißt ja, ich hatte ja vorher, wie gesagt, mein Ziel war eigentlich 100, gute 120 Kilo so, oder 115 bis 120 Kilo. Auf welchem Gewicht bist du denn jetzt? Naja, ich hatte, wie gesagt, nach der FIBO, auf der FIBO hatte ich dann, bin ich ja mit, zur FIBO bin ich mit, auch mit 110 Kilo irgendwie, war ich da gestanden. Davor, wie gesagt, lief es auch schon nicht rosig. Und dann bin ich ja grippetechnisch ans Bett gefallen und konnte nicht trainieren zwei Wochen. Und habe dann auch 102 runtergefallen, 100 Kilo, 102 vielleicht. Hab dann, wie gesagt, wieder Training aufgenommen, aber eben ganz langsam. Noch die erste Woche und dann wieder ein bisschen, wie man es versucht so richtig. Und auch wieder ein bisschen dann Volumen natürlich wieder zurückzugewonnen. Das Wasser, was man verloren hat, auch wieder rein. Aber jetzt bin ich bei 108 Kilo und bleib da schon seit, eben die User, gute 5-6 Wochen stehen. Krass, ja. Und ja, da passiert, also trotz, dass ich wirklich energisch versuche, mir das Essen reinzuquälen, auch so Supplemente, alles, das ist auch alles noch gut drin und so alles, aber... Man muss ja halt auch bedenken, so ein Bodybuilder, der ist ja gefühlt so gegen das, gegen die Natur, so viel Essen, dass du so... Weil eigentlich braucht ja der Mensch nicht so viel Essen, der Mensch kann auch mal 24 Stunden nichts essen, richtig, gefühlt so. Aber ein Bodybuilder will ja so viel Muskeln aufbauen wie möglich so. Der Muskel darf nicht gestresst werden, dass er sich da irgendwie verzieht. Und das ist jetzt das Problem. Ich habe schon zu Steve gesagt, ey Steve, mach mal, was weiß ich, Urlaub, geh mal irgendwo hin, aber man weiß halt nicht auch, ob das die Lösung ist. Ne? So, also, ja, weil im Endeffekt ist das ja mein Job, mein Beruf. Oder bei Instagram haben mir auch so viele gesagt, so, komm, mach mal so. Also jetzt habe ich ja bei Instagram ich das auch schon gepostet oder vor Wochen auch schon, dass es mir nicht so gut geht. Aber wie du schon sagst, eben, man mag ja auch nicht so viel, oder bei YouTube magst du halt auch nicht so viel zeigen. So, jetzt negative Dinge will ja keiner. Ja, genau, eigentlich denkt man so. Du willst immer nur raushauen, als Bodybuilder willst du immer nur, ey, guck mal, hier sehe ich aus, 115 Kilo. Ja, du willst auch andere motivieren. 50er Arm oder hier dies oder das. Oder wir hatten vorhin auch nochmal Conor McGregor als Beispiel. Ja. Der mag auch nicht zeigen, ey, yo, hier Bein ist gebrochen und so, dass die wollen lieber zeigen, hier, ich bin zurück oder bin gut drauf. Und also das ist ja allgemein so. Du willst halt immer nur das Positive. Und das ist eben das Ding. Heute müssen wir heute mal das Negative ansprechen oder das, was gerade Phase, wie gerade Phase ist. Und ja, vielleicht werden wir da jetzt öfter mal was zeigen, weil Positives kann man gerade nicht zeigen von mir. Ne? Also, ne, irgendwie nicht. Also man kann gerade nicht. Er hängt gerade fest eigentlich. Ich hänge da gerade so ein bisschen fest und ich kann nicht so, wie ich will, durch diese Geschichte halt. Trainingstechnisch geht es halt nicht voran. Du gehst dann an Gewichte und da. Bewegst du wiegst 120 Kilo da und... Du sagst auch, du hast Schmerzen gehabt beim Training. Ja, da hast du Schmerzen. Also, was, wie fühlt sich so ein Schmerz an? Also was für Schmerzen? Ja, so Gelenkschmerz. Also, du drückst da Schulter und tut dir die Schulter den nächsten Tag weh. Oder Schulter, oder beim Training schon. Ja. Ich gehe jetzt ins Training und will Schulter trainieren und dann tut mir während des... Ich mache 60 Kilo da warm und denke mir, wie willst du gleich 120 bewegen? Und tut schon alles weh. Und da bin ich schon so bei und denke mir so, ich würde eigentlich schon nach Hause gehen. Also da fehlt mir schon die Motivation. So. Ja. Also es ist überhaupt nicht mehr so Zeit, dass ich so aufstehe und sage, so geil, jetzt, boah, heute reiß ich die Bäume aus. Das fehlt da so ein bisschen alles. Und wie gesagt, das ganze Training ist noch eine Qual. Und wie gesagt, diese Luftnot ist schon ein bisschen besser geworden. Dass ich beim, wenn ich halt so einen richtigen Zehnersatz Kniebeuge gemacht, so, dass ich danach so richtig da kaum Luft kriegt, so, das ist schon etwas besser geworden. So. Die Sache hat sich verbessert, aber was schlimmer geworden ist, dass ich mittlerweile halt nur noch Schmerzen habe und antriebslos und müde. Auch über den Tag, ganzen Tag kann ich nur schlafen teilweise. Und krass. Und das aber schon seit Wochen, ne? Das schon seit Wochen, wie gesagt. Und das selbst so, selbst wie gesagt, muss man vorstellen, ich war ja krank und dann habe ich mir auch so sagen lassen, oder ne, fang nicht zu früh an, weißt ja. Ja, man will ja mal selber dann wieder zu früh reinsteigen. Ja. Dann habe ich mir noch zwei, drei Tage länger, wo du dann auch so ein bisschen dich. Ne, vorher musst du dich ja erholen von der Grippe. Genau, ja. Und dann wollte ich mich noch mal ein Stück mehr erholen, damit du richtig voll auch reinstarten kannst. Gut ins Training und trotz alledem ist nicht richtig möglich, jetzt richtig 100% zu geben. Also, richtig, also ich komme eigentlich nicht vorwärts. Also ich komme nicht. Geht nichts voran. Also trotz, und wie gesagt, das Essen ist auch nur noch Quälerei für mich. Und
Genau. Das ist echt. Wurm ist drin im Moment. Genau, also. Wir sind auch keine Psychologen und Steve denkt dann so, okay, ich mach doch ruhig, aber er kommt gar nicht mehr vorwärts. Alles wird gefühlt irgendwie schlimmer so. Ja. Deswegen meinten wir zu ihm, mach mal Urlaub oder geh mit Kumpel, mit sonst wen, einfach mal in Urlaub, mach mal nichts. Da fragt er mich dann auch schon, ja Uwe, aber im Urlaub muss ich ja dann auch wieder Storys machen. Und dann haben wir gesagt, nein, muss gar nichts. Mach mal einfach mal eine Woche gar nichts, so richtig nichts. Ja, wer weiß, was hier die Lösung ist. Ja, Steve wollte einfach mal so... Ja, wie gesagt, aus dem... Jetzt wollen wir es mal bei YouTube machen. Die Scheißphase mal. Nicht die, oh geil, Kellertraining hin und her, sondern es gibt auch Scheißphasen so. Aber ich habe zu Steve auch gesagt, nach dem Winter gibt es auch den Sommer. So, ja. Man muss erstmal wieder die ersten Sonnenstrahlen sehen und zu spüren bekommen. Das ist halt jetzt die Frage, hast du jetzt irgendwie eine Idee oder was weiß ich, irgendeinen Ansatz, wie du jetzt weitermachen willst oder was du jetzt vornimmst, so, dass es dir vielleicht mal irgendwie besser geht? So? Naja, wie gesagt, bei Instagram, das ist vor ein paar Tagen so kundgegeben. Dann haben sich ja auch diverse andere YouTube-Formate das auch nochmal verbreitet und dementsprechend kamen eben dann bei mir auch mehr noch Nachrichten rein. Oder wie gesagt, wir machen ja gerade Real Talk. Manche machen sich dann auch lustig darüber oder meinen irgendwie, das ist wieder hier Stoff und da und das und ach, hör auf mit sowas und kommen dann wieder so diese Mutmaßungen und so. Mhm. Aber wie gesagt, kamen eben auch viele positive Nachrichten an mich ran bei Instagram. Dafür nochmal Dankeschön an dieser Stelle auch. Und ja, viele haben einfach gute Besserung gewünscht. Mhm. Manche haben sich auch Gedanken gemacht, was es denn sein könnte. Der ein oder andere hat auch geschrieben, sowas wie Fatigue. Wie hast du es vorhin gesagt? Genau, das ist so, wenn du so viel krank warst, dass der Körper aber komplett ausgelaucht ist und du dann genau keine Motivation, keinen Antrieb mehr, keinen Bock, nichts, alles tut weh. Genau, sowas. Einfach gar nichts. Sowas habe ich auch noch nie gehabt. So. Deswegen weiß ich nicht, wie es sich anfühlt, aber ich kenne selber auch Phasen, wenn man einfach mal voll im Loch ist und voll demotiviert ist und alles ist scheiße, nichts funktioniert, wie man es will. Das ist dann psychisch aber so, sagst du. Ja, das ist so manchmal, jeder hat von uns so eine scheiß Phase mal. Das ist einfach. Man ist damit nicht alleine, man muss mit Leuten darüber reden. Es klingt zwar kitschig, aber wenn du mit Leuten viel darüber redest, hilft es schon so meistens. So, ich weiß ja nicht, wie du gerade so privat so, ob du immer bist alleine. Ja, aber du sagst ja, wenn ich jetzt mit dir darüber rede und mit ihm und auch mit da, ob das dann morgen beim Training mich auch wieder... Ich habe gestern mit dir geredet und ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Und ich habe mich heute schon von 120 auf 130 gesteigert. So. Nein, sondern Uwe hat mir auch von seiner Scheißphase erzählt. Oh, Steve, jetzt stell dich nicht so an. Und vielleicht, dass der Kopf einfach dein Mindset mal einen Switch macht, weißt du? Vielleicht hängt dein Kopf immer noch bei, oh, scheiße, alles doof, mir tut alles weh, ich komme nicht vorwärts. Sondern man kann sich ja auch krank denken. Geht auch. Ja, aber wie gesagt, wir waren beim Arzt, der meint auch, dass seine Symptome sind dementsprechend wie bei diesem Long-Covid. Okay, wie gesagt. Was sagt denn der Arzt jetzt? Ja, was sollst du machen? So die meisten, die sagen dann alle, oder haben ja auch bei Instagram, da bleibt dir nichts. Manche haben ja mit sowas monatelang zu kämpfen oder noch schlimmere Symptome. Also mit sowas. Also können. Ja. Das heißt, wie lange, wie drei Monate? Ich müsste mal so einen Phrenologen oder sowas, Kollegen noch und solche noch, oder nochmal in so eine Klinik. Da nochmal Blutwäsche und sowas wurde noch alles, also wie gesagt, das bei Instagram, das ist von weites Spektrum. Ja, weißt du, es ist auch eigentlich, spielt der Kopf einen Streich. Kann auch, vieles ist ja auch mal Kopfsache. Auch wenn es voll unlogisch klingt, aber vielleicht. Ja, das haben auch, wie gesagt, einige geschrieben bei Instagram, das Covid da war der Auslöser und hat die dann auch erstmal. Viele Kinder sind ja auch depressiv gewesen in dieser Zeit. Viele Kinder durften nicht raus und so. Das hat den Kids auch psychisch, auch teilweise depressiv. Also da gibt es echt krasse Sachen. Aber ich darf ja raus. Ja, aber ich meine, weißt du, dass sogar Kindern sogar. Ja, wie gesagt, da meinten auch ein, zwei Leute meinten so mir bei Instagram, dann, ja, Mensch, wie du schon sagst, vielleicht geht es dir an die Psyche so sehr, dass es jetzt nicht so die letzten Wochen die so weggehauen hat. Vielleicht geht es dir so sehr an die Psyche, dass du einfach mal Urlaub brauchst. Weil der Kopf, der steuert alles. Dein Mindset, wenn dein Mindset Schrott ist, du kannst sogar mit deinem Kopf deinen Körper krank denken. Es gibt Menschen, die sind krank, aber denken sich gesund, egal, ich schaff's und trotzdem. Ja, aber so war ich ja nie. Du kennst mich, oder die Leute kennen mich ja auch. Ich bin ja nie, immer ein guter, voll der geile, so positive denkender Mensch und immer so, ey, letztes Jahr waren ja auch mal so
öfter, hat mich ja irgendwas, eine Grippe oder irgendwas, letztes Jahr Dubai da, irgendwas, noch Augen-Scheiße, stimmt, und nächstes Jahr, nächste Woche zum nächsten Wettkampf. Und ich habe immer weitergemacht. Oder ob es in Mexiko war, wo ich überfallen bin und dann weiter geht's. Und, ja. Oder ich würde sogar mit einem gebrochenen Bein dann versuchen, noch auf der Bühne zu stehen. Und also war, ich bin immer so ein Typ, der dann sagt, es muss schon noch irgendwie klappen, wo andere sagen, ich breche den Wettkampf, die Vorbereitung jetzt oder sowas ab. So. Aber wie gesagt, im Moment ist halt einfach der Wurm drin. Du kannst vielleicht recht haben, dass die Psyche da auch noch einen Takt mit ihm spielt. Mir dann einen Streich nochmal oben drauf setzt und das, vielleicht war das jetzt der Auslöser da. Aber man kann jetzt hier rumphilosophieren und überdenken, woran kann das liegen, so eigentlich wurde Steve oder wir gemeinsam mitteilen, so Steve hat gerade eine Scheißphase, deswegen wundert euch nicht, wenn einfach weniger kommt gerade so. Ja, ihr könnt mich vielleicht nochmal irgendwie motivieren mit guter Post sozusagen auf Instagram oder sonst wo. Aber ansonsten heißt es jetzt erstmal. Ja, oder vielleicht, wie gesagt, wie wir gerade sagten, so, die Scheißphasen mag ja der normale Instagramer oder der normale YouTuber oder Influencer oder wie man es nennt. So, wollen ja auch nicht außen vor lassen, dass es ja auch zu meinem Job gehört. So, oder auch das kann man nicht außen vor lassen, dass es auch zu meinem Job gehört, da aktiv zu sein und das auch ein bisschen Leute auf dem Laufenden zu halten, natürlich. Ne? Und da auch abzuliefern, so, ne? Das ist. Aber wie gesagt, in der Regel, Uwe kennst du selbst, willst du ja immer nur als so bekannter Instagram. Ja, du willst Leute motivieren. Du willst ihn ja nicht deprimieren. Ich will ja nicht mehr euch erzählen, ey, heute lief wieder scheiße das Training und heute ist wieder, tat mir Rücken weh, heute tut das Bein weh oder irgendwie heute wieder weniger Gewicht und heute wieder abgenommen. Und dann denkt man irgendwann, der Steve ist ja nur negativ. Ich habe keinen Bock, mich runterziehen zu lassen. Genau, und das bringt euch ja auch, wie gesagt, ich kenne es ja so, dass die Leute sagen, sag mir deine Follower und ich sag dir, wer du bist. So gefühlt. Ja? Ja? Nein, das gibt's aber. Ja, aber ich meine, also, weil du sagst ja selbst, sonst habe ich die Leute halt, die treffe ich so, oder sie schreiben mir, ey, Steve, du bist der Grund, warum ich das und das mache oder die Übung mache oder die Übung habe ich von dir gesehen oder das, du hast mich motiviert, das und das zu machen oder ich mache den Sport, weil ich auch dich gerne gucke und so. Und, aber wie gesagt, es ist wie im normal, wie im Leben halt, mal geht's bergauf, mehr geht's bergab. Und auch beim Sport, wie gesagt, im Moment geht's bei mir nicht gerade nur bergauf, sondern ja, nicht mal mehr, ja, also es tut sich nicht viel. Also es ist nichts was man jetzt groß bei Instagram halt, womit man angeben kann oder posten kann, hier, ich habe 115 Kilo oder und noch 6 Wochen Off-Season und dann startet die Prep und sondern oder jetzt geht die Prep los oder hier schaut mal geiles Foto, also das ist alles so und das macht einen halt auch mürbe, wahnsinnig, also ratlos nochmal, also es ist verzweifelt, sag ich mal, das Wort. Man dreht sich im Kreis. Verzweifelt mich schon mittlerweile und ja, wie gesagt, Steve wollte sogar erst gar nicht herkommen. Er dachte, oh, Uwe, da selbst hat er gar keinen Bock gehabt. Ne? Genau, Uwe hat gesagt, komm jetzt aus dem Puschen, komm mal raus. Ja, komm mal raus, geh mal, jetzt sag mal woanders. Ich wollte dieses Video eigentlich schon jetzt am Wochenende, ein paar Tage später jetzt machen, so irgendwo draußen auf der Wiese irgendwo mich hinsetzen und dann irgendwie loslabern. Wie gesagt, die Storys habe ich ja auch schon so gemacht beim zu Fuß gehen, aber eben noch nicht so ausführlich und dachte jetzt mal, ausführlicher werden wir ein bisschen was das nochmal darstellen und so von wie es losgegangen ist und wie es, ja. Vielleicht wird das nächste Video ja, ist ja wieder anders drauf. Hoffen wir noch. Wir wollen es hoffen. Also wie gesagt, auf jeden Fall, im Moment ist sportlich Stillstand, obwohl es eigentlich hätte vorangehen müssen, sollen. Und ja, so lange müssen wir euch, muss ich halt, weiß ich, vielleicht mache ich jetzt demnächst noch andere Videos Krankenhausbesuch oder Doktorbesuche oder weiß nicht was oder keine Ahnung. Oder, ja, kann man vielleicht auch nochmal mitnehmen, um zu gucken, was da Phase ist. Sowas irgendwie oder weiß nicht was. Also auf jeden Fall trotzdem danke, wenn ihr uns supportet. Bedanken wir uns. Ja, danke. Ja? Schaut bei Smile Rocks noch vorbei hier beim Summer Sale jetzt. Ja? Genau, wir haben den Spring Sale. Spring Sale, ja. Das heißt bis zu 50% auf alles. Und mit dem Code NASSE bekommt ihr nochmal 25% drauf. Ja. Da schaut mal rein. Oh, mein Handy. Ich habe extra meinen Alarm eingestellt. Das heißt, Uwe, lade dein Video hoch. Oh ja. Guck, geht gleich los. 6 Uhr.
So. Da, zack, geil. Boom. Frau hat so auch schon geschrieben. Überlegt gleich hoch und wir machen hier Schluss. Also wie gesagt, trotzdem kommentiert ihr sonst, wenn ihr eine Ahnung habt oder uns helfen könntet. Ja, supportet den Steve einfach wie gehabt. Seid für ihn da. Und bin ich dankbar. Also trotzdem, wie gesagt, mal Real Talk hier. Und das, wie hast du gerade gesagt, nicht mehr Sommer, auch mal Winter. Genau. Begrami hat aber gesagt, Winter is coming. Ja, weil er in seinem Vikings-Film ist. Vikings-Film? Ja, Serie. Nicht Vikings, ja. Game of Thrones, glaube ich. Ja, da kommt das her. Ich habe Game of Thrones noch nie geguckt, deswegen killt mich hier nicht so, gleich. Nee. Ich will jetzt gerade gucken, nee. Schwarzenegger. Kommt jetzt bei Netflix. Ah, genau, wie Connor meinst du. Also, links, ja, die hauen auch gut rein mit den. Das will ich mir reingucken. Ja. Connor war geil. Nee, nach Winter kommt der Sommer. Das meinte ich immer. Gibt's Scheißphasen, aber danach wird's wieder besser. Ich hoffe so. Und nach guten Phasen wird es vielleicht noch krasser. Aber umso mehr feiern wir das. Dann geht es wieder runter. Dann krassen. Das ist wie eine Aktie, wie bei. Also wie gesagt nochmal, danke Uwe, dass du hier so Verständnis. Gerne. Ach. Als ihr Sponsor und dass ihr so verständnisvoll damit mir umgeht. Also wie gesagt, die haben jetzt auch in letzter Zeit keinen Druck gemacht oder nicht ihm gesagt, komm Steve, hier musst jeden Tag was posten und du, was ist mit dir, sondern haben mich auch wirklich. Man merkt halt nur so, okay, seit ein paar Wochen und dann machen sie auch ein bisschen Sorge um die Psyche eines Menschen, weißt du? Weil du bist ja halt so, wie du bist, immer motivierend, immer am Start. Und jetzt merkt man so, Steve, ey, werde wach, du darfst nicht mehr tiefer fallen. Aber wie gesagt, das sieht auch so ein Mensch wie mich, der sonst immer nur so positiv und immer so, hey, yo, Leute, geil, hier Masse joggen, hier geht ab die Post, hier das, das. Aber das, wir sind halt keine Maschinen, wir sind Menschen. Das zieht sich halt runter, das zieht sich dann enorm runter und das ist zum Kotzen. Ja. Und das, Im Moment tut sich da auch nichts. So, das ist schwierig. Also, dann gucken wir das nächste Video wert. Wir halten euch auf den Laufenden. In diesem Sinne, oder? Ja. Tschaußen. Tschüss.